Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Mirage. Und heute gibt es gute Waffen für euch. In meinen Augen definitiv sogar die besten Waffen im Spiel, denn das verborgene Set ist sehr, sehr mächtig. Der Giftschaden lässt Gegner wirklich den halben Lebensbalken einfach mal so eben verlieren. Und deswegen lohnt es sich wirklich richtig, auf das verborgene Set zu gehen. Meine Meinung ganz ohne Frage, die besten Waffen im Spiel kommt natürlich immer auch natürlich ein wenig auf den Spielstil an, welche man dort an den Tag legt. Und das Gute ist, dass ihr alle Teile, die ihr benötigt, bereits in der Wildnis erhaltet. Das bedeutet also, ja, an Orten, wo die Gegnerdichte sehr, sehr gering ist, so dass es auch kein großes Problem darstellt, das Ganze wirklich dann doch relativ easy peasy zu holen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns beim verborgenen Set jetzt erst einmal die Waffen holen. Denn A, sind wir mit den Waffen stärker und B, ist es schon so, dass wir für die Montur selber dann anschließend nochmal in die runde Stadt müssen. Und dort ist es mit der Gegnerdichte massiv anders. Deswegen erst einmal die Waffen. Und wie gesagt, das Schöne ist wirklich, alle Ausrüstungstruhen, die wir finden in der Wildnis, bis auf die drei besonderen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, sind ja darauf gestimmt, unsere verborgenen Set-Sachen komplett abzugraden. Also wir haben jetzt hier eben gerade an der ersten Stelle, wo wirklich wenig Gegner sind, das hatte ich auch schon im Tipps und Tricks-Video drin, weil einfach das Schwert so stark ist, das Schwert ist einfach so stark. Das sollte man sich wirklich definitiv sofort holen. Deswegen, wie gesagt, bereits Inhalt vom Tipps und Tricks Video gewesen. Hier nochmal natürlich, wo wir das Ganze bekommen. Und jetzt können wir gleich direkt weitergehen zum nächsten Item. Denn ja, es ist nicht nur super Sahne, das Schwert zu haben, sondern auch der Dolch ist natürlich wirklich richtig gut. Und den bekommen wir hier an dieser Wassermühle. Auch hier, ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt Gegner? Also wirklich ganz, ganz easy peasy zu holen. Man muss halt nur wissen, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen uns erst einmal einen Schlüssel besorgen. Den finden wir hier in der Nähe im Wasser, also auch nicht auf den Gegner drauf oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen einen kleinen Tauchgang machen. Und schon haben wir den Schlüssel für die entsprechende Truhe und können uns dann den Dolch holen und haben dann sozusagen schon mal das Waffenset komplett. Und damit ist euch schon mal massiv geholfen. Damit ist schon mal massiv geholfen. Aber wir holen natürlich gleich die Upgrade-Pläne noch hinterher, denn natürlich möchten wir auch das verborgene Set komplett upgraden können. Deswegen kommen wir gleich dazu. So, jetzt hier an der kleinen Brücke habe ich einen kleinen Cut gesetzt, weil ich hatte hier vorher dieses Regal schon vorweg schon mal weggeschoben gehabt. Das machen wir jetzt einfach nochmal gemeinsam. Einfach hier den kleinen Stein wegtragen, damit wir das Regal bewegen können. Das ist easy peasy. Wie gesagt, vorher musste man ein bisschen mit Sinn herumsuchen, um den Schlüssel zu finden. Und dann können wir hier schon das Regal beiseite schieben und finden dahinter dann die Truhe mit dem Dolch und sind dann schon mal wirklich gerade für ja, den Anfang des Spiels massiv gut gewappnet. Mit Dolch und Schwert der Verborgenen sollte ja, einem weiteren Vorankommen nichts im Wege stehen. Aber damit hören wir nicht auf. Wir gucken jetzt natürlich nochmal ganz kurz hier auf die Stats von dem Dolch. Ne? Eine Giftwolke gibt es oben drauf, nachdem wir die Gegner sowieso schon vergiftet, vernichten. Genau, so machen wir das mit denen. Gibt es dann, wie gesagt, die Giftwolke oben drauf. Und jetzt kommen wir zu den Upgrades. Hier haben wir erstmal das erste Upgrade vom Dolch. Wir brauchen ja diese Upgrade-Pläne. Das ist ja, ich glaube, relativ neu, ne? Um einfach halt, ja, upgraden zu dürfen mit den entsprechenden Materialien. Auch da hatte ich euch den Trick und Tipp gegeben gehabt in dem entsprechenden Video, dass ihr bitte dran denkt, wirklich die Händler immer wieder leer zu kaufen. Denn wir brauchen relativ viele Upgrade-Materialien und es ist immer noch nicht so ganz klar, wann und wie die Händler resetten. Ich habe den Hinweis bekommen von einem weiteren Spieler, der meinte, dass es immer wieder ein Reset gäbe, wenn man einen neuen Skillpunkt erhält. Und das ist noch ein guter Grund mehr, sich natürlich von vornherein schon ganz früh ja, mit Material vollzustopfen von den Händlern. Denn später, wenn man keine Skillpunkte mehr bekommt, sieht das vielleicht eng aus. Da muss ich selber noch beobachten bei mir. Ich habe nämlich auch noch nicht alles geupgradet, kann aber keine Skillpunkte mehr erhalten. Mal schauen, ob ich da dann im Upgrade-Wahn stecken bleiben muss. So, weiter geht's zum nächsten Item und zwar hier ganz in der Mitte von der Wüste. Hier sind natürlich schon wieder ein paar mehr Gegner unterwegs an dieser Stelle, soweit ich mich erinnern kann. Aber halt auch nichts, was einem wirklich irgendwie groß... Ach doch, das waren relativ viele. Das waren da unten relativ viele Gegner, die dort sind, aber auch das kann man relativ sneaky machen. Logisch, ich habe die Gegner gleich rausgeschnitten, um das Video ein bisschen kürzer zu halten. Aber da unten, das Lager, das war schon doch gut gefüllt mit Gegnern. Deswegen für euch als Hinweis,
Wenn ihr sagt, okay, ich würde erst noch ein paar Skills upgraden, ein paar Hilfsmittel upgraden, dann kommt ihr einfach später hierhin zurück, um euch hier das zweite Dolch-Upgrade zu holen. Dann, wie gesagt, sind hier doch relativ viele Gegner im Weg, um das Ganze zu machen. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade wenn ihr sowieso mit Schleichen unterwegs seid, finde ich, sind die Gegner dann doch auch sehr gut wegzumachen. Wie gesagt, gerade noch mit vielen Hilfsmitteln, eventuell mit ein paar Pfeilen, mit ein paar Bomben, dann, ja, dann funktioniert das schon sehr, sehr gut. So, erstmal die Vasen wegmachen, damit wir hier den Stein bewegen können. Um dann dahinter hier die Dings zu holen. Hier, na, ja, es ist den Feuertopf, sage ich jetzt einfach, den Feuertopf. Die Öllampe, wie auch immer. Denn die brauchen wir da drüben, um dann wieder eine Wand wegzusprengen. Um dann an die Kiste dahinter zu gelangen. Das bedeutet, besser gesagt, den Weg zur Kiste freizumachen. Stimmt, da unten waren ja auch nochmal relativ viele Gegner. Ich glaube aber, dass ich die jetzt sogar nicht rausgeschnitten habe, sondern drin gelassen habe. Weil auch da, wie gesagt, wenn man da mit Pfeilen und so weiter hantiert, ist das Ganze relativ easy zu machen. Aber wie gesagt, Dolch-Upgrade 2 hebt euch den ansonsten ein bisschen später auf, wenn ihr wirklich genug Skills habt, um das Ganze hier, ja, easy peasy abzufrühstücken. Großes Gebiet dann doch, und jetzt gehen wir hier unten in die Ecke hinein, in das tödliche Lager dort. Auch dort relativ viele Gegner für das erste Schwert-Upgrade hier. Auch da muss man dann relativ schleichend vorgehen. Ist ziemlich voll hier, ist wirklich ziemlich voll hier, das südliche Lager. Logisch, ich habe hier die Gegner weggemacht, aber es ist direkt am Eingang. Da sind dann, glaube ich, auch nur, wenn ihr da vorsichtig vorgeht, 2, 3 Gegner, die ihr einigermaßen gut ausschalten solltet. Und dann könnt ihr direkt auf das Schwert-Upgrade drauf zurennen. Und damit kommen wir zum zweiten Schwert-Upgrade. Und dann haben wir schon mal das Wichtigste beisammen. Also wirklich, damit sollte dann alles andere wirklich ein Kinderspiel werden. Und hier auch dieses Lager ist relativ easy zu bewerkstelligen. Besonders nachdem die Kiste halt hier oben ist, ist das sowieso nochmal so eine ganz praktische Geschichte. Und damit haben wir das zweite Schwert-Upgrade. Und jetzt geht es halt in die runde Stadt. Ne? Die runde Stadt hat ein bisschen höheren Level. Soweit ich mich erinnern kann, ist das dann schon eher so 2/3 des Spiels durch oder so, wo man sich hier gut bewegen kann. Attentäter ist der Schwierigkeitsgrad, der empfohlene Schwierigkeitsgrad, dass wir ja mittlerweile Stufe Attentäter erreicht haben. Und jetzt haben wir halt hier dann nochmal die Truhen für das verborgene Set komplett. Wobei ich, wie gesagt, sage, die Waffen ist das Wichtige. Natürlich ist es schön, die Fokuselemente schneller zu füllen, aber die Montur ist in meinen Augen nicht so wichtig. Die könnt ihr euch wirklich aufsparen, wenn ihr da halt sowieso, sage ich mal, in der Rundenstadt unterwegs ist. Ich zeige euch einfach hier nochmal ganz kurz, wie ihr hier die einzelnen Kisten beisammen bekommt. Das ist relativ tricky gemacht, finde ich auch sehr, sehr cool, wirklich. Gerade hier dieses erste Rätsel, ne? Das ist schon, ja, ist schon doch relativ lang auf alle Fälle, weil wir müssen eigentlich diese beiden Regale nehmen, die beisammen schieben, damit wir dann nämlich unseren Feuertopf auf das zweite Regal stellen können, während wir selber auf dem ersten stehen, denn wir können ja nicht springen, wenn wir das Ding in der Hand haben, und wir müssen halt den Feuertopf nach oben bekommen oder die Feueramphore, wie auch immer. Deswegen ist das hier auch ein recht, recht langer Videoschnipsel, das Ganze zu machen. Und ihr müsst auch gut schauen, ne, dass das Ding genau richtig nicht gerade so mitten drauf steht auf beiden. Ich denke mal, es würde runterfallen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe einfach gleich sicherheitshalber nochmal neu hingestellt. Jetzt schieben wir die Regale rüber, damit wir dann von dort oben, von der anderen Seite, ja, das Feuerding nehmen können.
Oh, kurz abgewartet, dass ich mir hier nicht die Füße verbrenne. Hier haben wir noch eine historische Stätte gleich gefunden und hier unten gibt es dann die Kiste mit der Montur der Verborgenen. Da haben wir sie. Und jetzt holen wir noch die beiden Upgrades. Das geht wieder relativ flott. Das ist dann nicht ganz so ein langer, rätselhafter Weg. Erstmal hier kurz auf die Montur nochmal gucken. Dann sehen wir hier die Stats, tödliche Augenblicke. Ist natürlich wirklich schön, ne? Wenn ihr ständig einen vollen Fokus habt, dann ist das natürlich auch easy peasy, große Gegnergruppen wegzuhauen. Und jetzt haben wir hier den Stützpunkt der Schurter. Den auch noch komplett im Sperrgebiet, deswegen war es wichtig in meinen Augen erst die Waffen zu holen, damit wir uns dann hier oben wirklich gut bewegen können. Ich habe natürlich alle Gegner weggemacht, aber hier sind natürlich auch einige unterwegs, wenn ihr hier in den Stützpunkt rein wollt. Und damit bleibt uns jetzt noch eine Truhe und dann haben wir komplettes verborgenen Set, ja, inklusive aller Upgrades müsst ihr natürlich dann noch anbringen, logisch, müsst ihr Materialien dafür haben, aber damit seid ihr mehr als gut gewappnet fürs Spiel, denke ich auf alle Fälle. Eure Meinung dazu könnt ihr mir gerne unten reinschreiben in die Kommentare, ob ihr auch findet, ist es das beste Set, das mächtigste Set. Ich sage definitiv ja, aufgrund des extrem hohen Giftschadens. Wünsche euch viel Spaß damit und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.